Voll verständlich. Ich verstehe, aber ich möchte nämlich, das ist immer das, was mich sehr interessiert, was machen Leute, die was den ganzen Tag im Büro sitzen, wenn sie keine sportlichen Interessen haben? So, meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Echt und Unbeschnitten. Gleich mal vorweg, unser dritter Mann, der ist halt leider nicht dabei, aber stattdessen haben wir uns die bezaubernde Elle heute eingeladen. Hallo zu einer kleinen Smalltalk-Runde und der Flo natürlich wieder am Mischpult. Hallo! Wir wollen heute mit der Elle ein bisschen über Fitness, Lifestyle und Ernährung ein bisschen quatschen. Sie hat gemeint, sie hat da einige Sachen zum Verzählen. Und schauen wir mal. Ja. Hätte mal gesagt, da legen wir einfach da nochmal los. Möchtest du vorab einmal noch ein paar Worte drüber verlieren, bevor wir dann in die Fragerunde starten? Einfach einmal so frei schnauzemäßig. Oder möchtest du dich kurz vorstellen? Genau, das war gut zum Beispiel. Okay. Alle, die was mich nicht kennen, ich bin die Elli. Ich bin jetzt 28 Jahre alt. Und ja, ich will jetzt eigentlich gar nicht so viel Sinnloses labern. Ich mache jetzt seit 10 Jahren circa Kraftsport. Mhm. Und jetzt haben wir uns einmal gedacht, dass wir wahre Worte an den Tag bringen und die ehrlichen Sachen besprechen und nicht immer nur das schöne Leben von Instagram herzeigen. Herzeigen oder anschauen. Anschauen, genau. Je nachdem, man lässt sich ja relativ viel also über die sozialen Medien. Also ich probiere halt wirklich, dass ich offen und ehrlich alles anspreche und... Und ja. Echt und unbeschnitten. Und echt und unbeschnitten. Genau, wir sind unserem Titel heute okay, zu lesen. Okay, stößt du gleich mal die erste Frage? Ja, freilich, lege ich gleich mal los. Also was, Elli, hat dich eigentlich dazu inspiriert, dass du sagst, du betreibst jetzt Sport in der Form, wie du das schon seit 10 Jahren machst? Also wie haben da die Anfänge oder wie hat das Ganze begonnen bei dir? Was war so der Kick? Start, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio und schaue, dass ich mein Bodyshape und dass ich gut in Form bin und mich einfach wohlfühle dann dabei. War der Kick. Es hat eigentlich nie einen richtigen Kick gegeben. Es hat sich eigentlich alles so entwickelt. Prinzipiell war das damals, während ich noch in die Schule gegangen bin, war ich eigentlich wirklich eine faule Sau und habe gar nichts gemacht. Ich muss jetzt schon mal dazu sagen, ich war jetzt nicht dick und ich war jetzt definitiv nie die unsportlichste Person, weil ich bin daheim eigentlich, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, ich war immer draußen in der Natur. Immer in Bewegung. Immer in Bewegung, habe immer mithelfen müssen. Auch damals, wie wir noch keine Handys gehabt haben, haben wir eigentlich die Freizeit immer draußen verbracht. Mhm. Schön war das. Ja, das war noch schön. Geile Jugend heute, schöne Jugendzeit, ne? So gesehen. Das war noch anders wie heutzutage. Aber dann nach der Schule irgendwie, wie soll ich das sagen, hat das eigentlich dann durch Freunde eigentlich alles angefangen. Also es waren damals eigentlich, das klingt jetzt eigentlich, wenn ich an das erste sportliche Aktivität, was ich da zurückdenke, ist, ich habe damals mit Mania, mit Jacke, mit Kraftsport, also eigentlich mit Kampfsport angefangen. Da haben interessant. Wir damals, Kickboxen oder was? Damals, sie wollten das immer machen, wir haben ja damals nur zu jeglichen Veranstaltungen gefahren und die haben wir dann eigentlich mitgenommen ins Fitnessstudio. Die haben dann Kampfsport gemacht, aber auch Calisthenics, also wirklich Übungen nur mit Körpergewicht. Also angefangen haben wir eigentlich nur mit reinem Körpergewicht, also so wirklich nur Liegestütz, Klimmzüge. Handstand, oder? Handstand, genau, also wirklich nur mit Körpergewicht. Und dann hat sich das eigentlich über die Jahre so entwickelt durch meinen Ex-Freund und eigentlich immer durch Freunde. Ich habe immer irgendwie, alle, die haben mir eigentlich immer mitgerissen, dass ich mich da hat da jeder so ein bisschen einen Anstoß oder einen Stupser gegeben in der Richtung und dann hat also er das eigentlich früher auch. Immer, ja, genau. Und dann hat sich das irgendwie so in meinem Kopf so verinnerlicht und dann bin ich nicht mehr rausgekommen aus dem. Ja, man kann ja dann so sagen, bist du eigentlich dann eh schon Profi, also 10 Jahre, wenn man das macht, da hat man schon eine gewisse Routine. Ich weiß nicht, Profi kann man nie über sich selber so sagen, dass man Profi ist, weil ausgelernt hat man nie und mir kommt vor, teilweise denke ich mir, hier jetzt noch, es gibt noch so viel Verbesserungsbedarf oder so viel Ausbesserungsbedarf, wenn man sich so in der Routine immer das Gleiche macht. Also ständig weiterentwickeln, einfach ist, so gesehen. Ja, es ist ständig weiterentwickeln. Ja. Und ich wechsle dann teilweise die Sportarten wieder zwischendurch, weil ein Jahr denke ich mal, ich mache wieder mehr Bodybuilding. Dann habe ich wieder mal ein Jahr, wo ich wirklich nur laufe. Heuer zum Beispiel bin ich wieder voll aufs Radl fahren und ein bisschen aufs Klettern. Also quer durch die Bank, muss ich eigentlich behaupten. Machst eigentlich alles und lässt nichts aus, was sportliche Aktivitäten betrifft. Ja. Aber ich muss dazu sagen, ich arbeite im Büro. Also ich bin jetzt ein Mensch, der eigentlich 8 Stunden am Tag nur sitzt, also ich brauche das sowieso als Ausgleich. Mhm. Voll verständlich. Ich verstehe, aber ich möchte nämlich, das ist immer das, was mich sehr interessiert, was machen Leute, die was den ganzen Tag im Büro sitzen, wenn sie keine sportlichen Interessen haben? Kreuzwegrang. Wahrscheinlich. Verkürzte Bandeln züchten, Kreuzwegrang und so weiter. Ich bin zum Beispiel auch momentan in der Phase, ich sitze eigentlich auch relativ viel durch meine Tätigkeit jetzt mittlerweile. Und mit dem zunehmenden Alter merkt man es dann wirklich, wenn man sich nicht bewegt oder den Ausgleich sucht, dass man, wo man im Sitzen die Bandeln verkürzt, dann wieder dehnt oder sie in irgendeiner Form dann bewegt.
rostest ein und wer rastet, der rostet. Den Spruch gibt es nicht umsonst eigentlich, oder Flo? Ja, na. Wer rastet, rostet. Aber nach 10 Jahren, wie motivierst du dich täglich, dass du wieder in den Sport gehst? Oder wie oft, machst du Sport? Okay, fangen wir mal mit der Antwort mal auf das Zweite. Fangen wir mal mit dem an. Genau, also tatsächlich mache ich fast jeden Tag Sport. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich mache irgendwie einen Tag Rest Day. Es ist so, ich mache 4 Tage in der Woche, mache ich mir jetzt aktuell, es ist immer alles aktuell gesagt, mache ich Kraftsport, also 2-mal Oberkörper, 2-mal Beine, aber die restlichen 3 Tage mache ich dann irgendwie Ausdauer, die gehe spazieren oder geradel fahren, immer wetterabhängig, aber selbst ich kann nicht daheim sitzen und mich auf Couch liegen und nichts tun. Dann tue ich halt putzen oder ich muss mich bewegen. Elisa, rastlos. Also ist eine gute Eigenschaft eigentlich, würde ich sagen. Ich muss sagen, ich muss mich für das nicht motivieren. Für mich ist das so Alltag. Das ist für mich Alltagsroutine. Das ist für mich, das gehört dazu. Das ist, wenn ich jeden Tag aufstehe und meine Zähne putze, brauche ich das, dass ich mich den ganzen Tag irgendwas mir bewegt. Du hast also praktisch deinen Punkt schon überwunden, weil es gibt die Wöche, die fangen mit dem Sport an. Ja. Müssen sie dann, wie du jetzt gerade das Thema angesprochen hast, zuerst einmal aufraffen und motivieren, dass dann einen Arsch ins Fitnessstudio oder aufs Radl oder in die Laufschuhe reinbringen. Mhm. Und die Ellie ist halt einfach schon so weit, dass sie sagt, hey, das ist für mich Routine. Das ist Routine oder es gehört halt einfach zu meinem Leben dazu wahrscheinlich. Genau, aber da ein muss großer jetzt, Bestandteil vom Leben. Jetzt, ja. Wenn wir schon jetzt bei der Ehrlichkeit sind, es hat ja in dem Sinne leider auch viele Nachteile, weil man grenzt sich dann schon bei vielen sozialen Sachen dadurch leider aus, weil ich habe in meinem Kopf drinnen, ich möchte mich bewegen, ich möchte den Sport machen und dadurch ist dann schon oft so, wenn jetzt meine Freunde das und das dann, dann denke ich mir, es ist schön, ich gehe lieber am Berg. Oder Paradebeispiel, wenn alle meine Freunde fortgehen und ich weiß, aber am nächsten Tag ist schön, dann gehe ich schon so ins Fortgehen, dass ich nichts trinke, weil ich schon in meinem Kopf am nächsten Tag bin, dass das schön ist, dann möchte ich am Berg gehen. Mhm. Also es ist umstrittenes Thema, ob das jetzt der Punkt, wenn man die Motivation überschritten hat, gut oder schlecht ist. Aber ich sage, es ist eigentlich eine Sucht. Also wenn wir uns offen und ehrlich sagen. Mittlerweile ist wahrscheinlich zur Sucht worden. Eine Sucht. Aber ich sage, es ist die gesündeste Sucht, was man sich suchen kann. Oder über die man. Es gibt schlimmere Süchte, würde ich mal fast behaupten, als wie sportaddiktet sein. Aber hast du dadurch schon Freien verloren? Also richtig so, dass du gemerkt hast, okay, der möchte jetzt nichts mehr mit mir zu tun haben, weil du so selten Zeit hat für... Verloren. Oder besser gesagt, dein Umfeld hat sich geschmälert hat oder anders Umfeld orientiert verändert. Von den Personen her. Ich muss schon sagen, ich habe jetzt auch im Fitnessstudio, ist der Freundeskreis ganz anders aufgebaut, wie zum Beispiel da jetzt in Gäusern. Also es verändert natürlich den Freundeskreis definitiv, aber ob ich jetzt per se einen verloren habe, würde ich gar nicht so behaupten. Man hat dann einfach weniger Zeit für die Personen, wo man vorher vielleicht mehr Zeit... Das wird er wahrscheinlich eh gemeint haben. Damit genau. Und weil wir letztes Mal das Thema Ernährung gehabt haben. Ui. Wie bereitest du quasi vor für die ganze Woche oder für den Tag? Ja, ich bereite mich vor, ich bin jeden Tag top vorbereitet. Fangst du mit dem Frühstück an, klassisch? Genau, oder? Also ich habe jetzt 3 Hauptmahlzeiten, klassisch. Also okay. Ich gehe jetzt einmal von einer normalen Routine aus, ohne Diät, weil in der Diät ist wieder ein wenig anders. Aber so normaler Alltag, ich koche mir jeden Tag vor. Meistens koche ich für 2 oder 3 Tage sogar vor. Also ich habe in der Früh meistens, habe ich immer mal Porridge in der Früh. Sprich eigentlich, oder klassisch. Oder Overnight Oats, wie man es heutzutage so schön sagt. Overnight Oats, oh, jetzt werden wieder die englischen Begriffe herumgeworfen. Ja. Sonst ist der Reim jetzt wieder. Der Reim jetzt das Dictionary schon wieder ausgepackt. What the fuck ist ein Dictionary? Siehst du, das bin ich am Schüler übrigens, gell? Ich gesagt, die Kaffee haben wir was. Nein, und dann zum Mittag, sag jetzt mal so, ich bin jetzt ehrlich gesagt eine richtig faule Köchin. Also ich bin jetzt keine, die was sie hinstellt und sie auch frei hat, also mit 3 Stunden hinstellt. Für das hast du die Zeit auch nicht. Die Zeit habe ich nicht und die will man nicht nehmen, weil Essen, das ist 10 Minuten, was mein Leben bereichert und dann ist es vorbei. Und auf gut Deutsch, ich sag jetzt einmal, ich koche leichte Sachen, die was schnell gehen, mit wenig Aufwand. Sag jetzt mal, meistens zum Mittag ist es meistens so eine Art Bowls. Also irgendwie Kohlenhydratbasis, Reis, Nudeln, Quinoa und dann einfach viel Gemüse und irgendwie Eiweißquellen. Fleisch immer dabei oder ja, genau. Unterschiedliche Eiweißquellen? Weil es gibt ja tierische und pflanzliche Eiweiße, was man da, wo man im Endeffekt drauf zugreifen kann. Ja, das ist ein Punkt, was ich vielleicht noch erwähnen kann. Ich ernähre mich jetzt seit 4 Jahren vegetarisch oder eigentlich, ich war am Anfang sogar 2 Jahre ganz vegan, aber aus gesundheitlichen Gründen. Das ist ja eigentlich immer so ein Haupt, also sag jetzt mal, wie soll ich sagen? Ich habe halt mein Cholesterin. Hat es dir nicht gut da am Anfang, das tierische Eiweiß? Nein, was heißt nicht gut da? Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Für mich war Fleisch immer Hauptbestandteil. Das hat es bei uns tagtäglich eigentlich gegeben. Aber ich bin dann eigentlich
durch die jährliche Gesunduntersuchung draufgekommen, dass ich einfach mit Cholesterinproblemen habe und ich wollte halt keine... In so jungen Jahren nämlich schon. Ja, leider. Es ist aber genetisch bedingt bei mir, also meine Eltern haben das auch. Ja, genau, muss man dazu sagen, also ja, und die pflanzliche Ernährung hat mir jetzt wirklich geholfen, dass meine Blutwerte wieder okay sind und dass ich kein Herzinfarkt-Risikopatient mehr bin, also aber drum, also ich habe jetzt Fleischersatz, sage ich jetzt mal, und ja. Mit Tofu. Mit Tofu. Also mit Tofu. Mit Tofu zum Beispiel. Aber jetzt trotzdem dann in deiner Routineernährung hast Eier, Käse und solche Milchprodukte jetzt schon inkludiert, oder? Eier nicht, aber Eier Käse, Fetter, Topfen. Topfen ist eigentlich mein Hauptnahrungsmittel. Super Eiweißquelle eigentlich. Das ist ja immer das, wo ich sage, ich kann meine Ernährung eigentlich niemandem weiterempfehlen, weil in meiner Illusion ist das gut, aber ich weiß halt nicht, ob Menschen, die was das, den gesunden Lifestyle, die würden sagen. Das ist immer das, wo ich immer. Das ist individuell, glaube ich, zu betrachten mit der Ernährung, weil der eine vertragt zum Beispiel das nicht, der nächste, dem taugt es voll und so gibt es halt das, die facettenreichste Nährstoffquellengeschichte für jeden Einzelnen. Aber ist das beim Training nicht generell? Du kannst ja auch nicht deinen Trainingsplan jetzt jeden... Das ist ja genau das. Das ist alles so individuell. Es gibt keinen klaren Weg für jeden. Es ist jeder muss seinen Weg finden, wie es am besten geht. Mir reichen 3 Mahlzeiten, andere müssen noch 10 Mal dazwischen snacken. Das brauche ich per se eigentlich nicht, außer ich habe die nervöse Phase. Also ich habe die Fressphase zwischendurch einfach. Ich kann mich nicht zurückhalten. Aber Elli, wie darfst du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt nochmal bei Null anfängst, du wirst ja am Anfang nicht alles perfekt gemacht haben. Ja. Wie darfst du jetzt irgendeiner besten Freundin zum Beispiel in Stadt empfehlen? Empfehlen. Erleichtern. Meinst du jetzt übungstechnisch, mit welchen Übungen das am Anfang sollte? Gleichzeitig also, dann auch ernährungstechnisch ein wenig. Ich sage aber, man muss für sich selber den Sportort und den Weg finden, was einem Spaß macht. Es bringt nichts, wenn ich jetzt wenn so mache, Kreuzheben, du Squatten, du das und das, wenn es dir nicht Spaß macht. Du musst das finden, was dir Spaß macht. Wenn du jetzt nicht Krafttraining machst, aber du gehst gern Radl fahren, dann geh Radl fahren. Nur weil 10 Leute annehmen, weil sie ins Krafttraining gehen, heißt das nicht, dass du durch was anderes auch nicht annehmen kannst. Also man muss für sich immer das finden, was einem Spaß macht und was keinen innerlichen Zwang auslöst. Weil alles, was Zwang ist, wird Stress und alles, was für den Kopf Stress ist, ist nicht gut. Du ziehst es sowieso nicht durch. Du ziehst es dann nicht durch. Nein, das fängst du vielleicht an, aber wie du sagst. Du fängst es an und dann haben wir dann das klassische Beispiel, wie alle Leute gerne einen Monat trainieren und dann lassen sie es, weil sie es nicht gefreut. Du musst das finden, was dir Spaß macht. Du musst mit den Menschen, ist es genau wie selber. Ich gehe zum Beispiel lieber allein trainieren. Es gibt aber Leute, die brauchen immer einen zweiten dabei. Verstehe, ja. Aber du bist eigentlich eh schon recht viel weiter als wir andere, weil wenn du sagst, du gehst jetzt ehrlich gesagt für die allein trainieren, dann lebst du das mit Leib und Seele. Wie du schon sagst, wenn andere eine Motivation braucht oder irgendwen, der es bei der Hand nimmt. Aber ich glaube, da geht es jetzt nicht ums, du gehst für die trainieren, sondern sie geht rein ohne Freund trainieren. Weil die meisten brauchen ja dann quasi einen zweiten Freund. Weil zum Beispiel, wenn der auch sagt, ja, dann gehe ich auch nicht. Genau. Aber wo ist da die eigene Motivation? Dann die hast du dann Tag für Tag eigentlich. Das klingt jetzt vielleicht voll egoistisch, aber ich gehe teilweise sogar lieber nur ins Training, weil dann muss ich mich noch nicht am Trichten. Genau, ja. Fällt der Fokus einfach viel besser dann auf die Übungen, kann man das gescheiter machen, sich besser konzentrieren bei der ganzen Geschichte. Und aber das läuft dann wahrscheinlich auch besser für uns selber. Weil am Anfang bin ich auch immer, da bin ich aber noch mit der Flora gegangen oder mit Mani und mit Jacke teilweise, da habe ich auch immer wen braucht, aber durch die Jahre wird man dann irgendwie so selbstständig. Und was ja nicht schlecht ist, eigentlich selbstständig werden, weil das hilft ja in andere Lebenslagen natürlich auch weiter, gell? Natürlich. Nicht nur beim Training so gesehen, sondern in vielen Lagen. Also wenn ich am Berg gehen will und ich finde mich jetzt gerade nicht, dann gehe ich allein. Oder wenn ich Radl fahren gehe und die anderen gefreut sind, ist mir wurscht, dann gehe ich allein. Das ist beneidenswert, kennen wahrscheinlich wirklich nicht viel Leute. Also ich kenne auch genug, die was generell allein keine Unternehmungen starten. Wie du sagst, ob es das Trainieren ist, ob es das Radlfahren ist, etc. Oder fortgehen. Man kann ab und zu mal allein fortgehen und interessanterweise dann komplett neue Leute kennenlernen, weil man ist einfach nicht gebunden. Oder in Urlaub fahren. Genau. Allein in Urlaub fahren ist ein Wahnsinn eigentlich, wenn man das tut. Ich glaube eigentlich, dass das braucht ganze man Eier aus Stahl. Training eigentlich der geilste positive Effekt von dem ganzen Krafttraining ist eigentlich, dass man für sich selber so viel tut und viel selbstbewusster wird. Man traut sich viel mehr und ich glaube, dass ich durch das einfach jetzt auch so warm bewegt bin, weil ich, wie schon gesagt, ich reise allein, weil es mir wurscht ist. Ich war allein in Mexiko, bin allein nach Thailand geflogen und mir kommt vor, das ist alles auf mein Training zurückzuführen, weil ich durch das einfach geile so viel Sache. Wachsen bin ich mir selber. Respekt, Elli, übrigens. Wir sind ja damals miteinander aufgewachsen. Ich war ja früher die schüchternste Person überhaupt. Ich habe mich immer hinter meiner Mama versteckt. Ich habe nichts erlernt. Das kann ich bestätigen, Genau. Und irgendwie. Entwicklungsphase. Ja, also für mich hat der ganze Sport nur
sag ich, nicht nur, das war jetzt übertrieben, aber es hat einfach so viele positive Effekte auf alles. Also sagst du generell, wer sich mit Persönlichkeitsentwicklung befassen möchte? Wer sich mit sich selber befasst. Der sollte unbedingt mit Sport anfangen oder Sport machen. Ist sicher ein guter Start. Ja. Wahrscheinlich für jeden nicht, kann man jetzt sicher nicht auf alle pauschalisieren, aber das kannst du auf keinen Fall machen. Einfach, dass du dich selber viel besser kennenlernst, weil du musst dich mit deinem eigenen Körper auseinandersetzen. In erster Linie musst du das immer machen. Genau. Richtig, in jeglicher Situation. Und beim Sport musst du mit dir selber auseinandersetzen, weil du musst deinen inneren Schweinehund überwinden, weil, ja. Mhm. Also ich finde auch, also egal wie du anfängst, welchen Sport du machst, das hat immer einen positiven Effekt. Ja. Ich sehe so gerade so, wenn der Bürotag scheiße war und ich gehe ins Training, danach bin ich immer happy, wurscht was war, einfach nur im Kopf das Anstrengen und das unter die Leitzeit, die was dieselbe Passion haben, du bist dann einfach danach im Kopf frei und also, ich verstehe Leute. Kann man nur weiterempfehlen, so gesehen jetzt. Das sind die Endorphine. Ja, das ist ja immer, das ist ja zum Beispiel, wie gehst du dann jetzt persönlich mit erreichten Zielen um oder mit Rückschlägen? Ich meine, im Sport hat man mal bessere, mal schlechtere Tage, würde ich fast behaupten. Das heißt, man schafft einmal mehr Repetitions oder Übung macht man sauberer. Also, wie gehst du damit persönlich um, wenn du sagst, okay, heute ist vielleicht nicht so rumgerannt als wie gewohnt oder heute habe ich zum Beispiel alles niedergerissen und angeholzt. Genau, sagst du eher, okay, es war jetzt nicht mein bestes Training, ich aber oft Tage, es hilft. Wo das Training scheiße ist oder wo man einfach mental nicht gerade dabei ist, aber besser da ist das nicht. Das beeinflusst dich jetzt nicht wirklich. Genau, das ist der Punkt. Man fühlt sich danach einfach besser, weil man es trotzdem durchgezogen hat. Ich würde mich schlechter fühlen, wenn ich gar nicht gegangen war. Ja, verstehe. Das ist ganz normal, dass es Tage gibt, wo einfach nichts gefreut, aber wenn du dann im Training warst, danach fühlst du dich immer besser, auch wenn du nur halb bei der Sache warst. Aber ist das bei dir auch? Ich kenne es zum Beispiel bei mir, dass ich boah, mal habe ich Tag, da möchte ich nicht mal hinfahren. Und wenn ich aber dann ist das beste Training. Dann, also du machst das Beste einfach draus, Florian, Nein, es ist oder wirklich, ja, du gehst hin, ich fahre jetzt gar nicht, aber es geht alles voll gut und du machst sogar Rekorde unter Umständen. Ist das dann das Mindset wieder vielleicht, was da angreift? Eigentlich gehst ja, ich glaube, du machst dir selber dann keinen Stress nicht. Ja, wahrscheinlich. Und durch das, glaube ich, läuft es dann irgendwann einmal von läuft oder sogar selber besser. Einfach. Läuft sogar besser. Du hast keine Erwartungen, wie Deli schon richtig gesagt, und dann läuft. Ja. Wenn es läuft, dann läuft. Wenn es läuft, dann läuft. Los, laufen wir jetzt dann normalerweise. Elle, wie gehst du eigentlich damit um? Ich meine, du postest ja ab und zu, wenn du irgendwelche Workouts machst oder so, postest du ja auf Instagram und so weiter, kriegst du da Nachrichten von Leuten, die was sagen, hey, ich finde das voll cool, was du da machst, du inspirierst mich damit sogar ein wenig. Oder hast du da schon andere ein bisschen angesteckt mit deinem Fitnessfieber? Boah, das ist schwierig. Also ja, das kriegst du mit, glaube ich, weil die Leute schreiben da ja dann. Ja, ich muss gerade überlegen, wie das ist, also tatsächlich so viele Nachrichten. Also über Social Media bin ich da eher nicht so, könnte ich jetzt nicht so beantworten, aber in Real Life ist oder rede ich dann privat einfach drauf an, sagen wir es so. Also eigentlich rede ich privat oder so auf der Straße oder beim Volk viel mehr Leute über das Thema an. Also, das ist ja cool. Über Social Media, da kriegst du halt ein paar Herzerl und ein paar Likes und ja. Das ist natürlich jetzt nicht, wie wenn man sich dann persönlich mit meinen Augen in Auge unterhält. Genau, aber öfter schon das herkommen, ja. Mhm. Und findest du, wenn du zum Beispiel was postest von dir, wieso oder was ist der Sinn dahinter? Möchtest du andere motivieren? Oder versuchst du einfach andere? Brauchst du vielleicht sogar Aufmerksamkeit in irgendeiner Form? Bestätigung. Okay. Das ist jetzt nichts Neues, würde ich sagen. Nein, also. Das klingt jetzt wirklich nein, ich verstehe es arrogant. Ich hoffe nicht, dass nein, das so. Aber liebe Zuschauer, nicht falsch verstehen. Gell? Ich brauche aber jeder so, Mensch. Ich glaube auch. Man braucht ja. Es wäre gelogen, wenn ich sage, man braucht nicht Bestätigung, Aufmerksamkeit, wie man es benennen soll, aber auf ein positives Ding. Weil ich würde wirklich damit motivieren. Ich würde die Leute zeigen, dass man was aus sich machen kann. Und wenn man jetzt ein paar Kilos mehr hat oder wenn man sich nicht wohlfühlt, wurscht, wie man ausschaut, man kann was dagegen tun. Und ich würde auf jeden Fall niemanden neidig machen oder in der Hinsicht, das auf gar keinen Fall. Aber um es auf den Punkt zu bringen, man freut sich über das, wenn man Likes von anderen Likes kriegt. Ja, das ist, glaube ich, heutzutage ganz normal im 21. Jahrhundert, dass man. Ich meine, es ist einfach irgendwie schon eine Form der Aufmerksamkeit, die man halt dann von den ganzen Leuten kriegt, aber wie wir gerade vorher eben schon erwähnt haben, also ein persönliches Gespräch oder wenn wer zu dir kommt und sagt, hey fuck, heute hast du wieder richtig alles angerissen, das so eine Bestätigung ist natürlich ist 10-mal mehr wert, glaube ich, als wie du sagst, der Herzl oder ein Smiley oder sowas. Und dadurch, dass ich früher finde ich nämlich auch persönlich trotzdem sehr schüchtern war und eher sehr zurückgezogen und so war, ist das für mich so ein arges
geiles Gefühl, wenn man jetzt irgendwie sowas aus sich gemacht hat und andere Leute das auch feiern. Also mir gibt es wirklich so viel Glücksgefühle, dass ich aus mir selber so rausgekommen bin und so viel geändert habe im Vergleich zu früher. Mhm. Weil ich weiß noch, früher war ich nicht... Das habe ich mir heute Nachmittag nämlich gerade gedacht, wenn mir früher wer gesagt hätte, ich sollte öffentlich vor Leuten reden über mich selber, ich hätte nicht einmal ein Wort ausgebracht, weil ich so schüchtern war. Und jetzt... Wir fühlen uns beide voller Fälle geehrt, dass wir dich heute bei uns im Podcast haben dürfen. Als ersten Gast, meine Damen und Herren. Das muss man übrigens dazu das sagen. Das Selbstbewusstsein habe ich wirklich, wirklich nur wegen dem Kraftsport, weil man einfach mit sich selber sich beschäftigt und man wächst einfach mit dem Ganzen. Man kann es wahrscheinlich, wenn man keinen Kraftsport macht, nicht so nachvollziehen, aber das Gefühl, dass man sich selber in seinem Körper wohlfühlt, ist so ausschlaggebend, dass man dann selbstbewusst auf andere wirkt. Ja, oder dass man dann einfach im Leben selber weitere Schritte geht. Also das ist ja dann eine Form von der Persönlichkeitsentwicklung grundsätzlich. Und wenn du dann merkst, du steigst halt immer eine Stufen weiter auf, man sollte jetzt nicht sagen, dass man dann irgendwann einmal einen Höhenflug kriegt, aber die persönliche Entwicklung oder das auf Leute zugeht oder so, es wirkt auf andere dementsprechend auch. Und man sollte halt einfach nicht vergessen, dass das sicher keine schlechte Angelegenheit ist, wenn man lernt, wie man mit anderen Leuten umgeht, kommuniziert und sie einfach gegenüber anderen verhält. Das ist eine ganz wichtige Sache, also Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und manche fangen es mit dem Sport an, wie es bei dir war. Andere lesen viel Bücher oder gehen einfach selber unter Leute und schauen, dass sie irgendwie im sozialen Gefüge klarkommen und sie integrieren in das Ganze. Aber du sagst, es geht um den sozialen Bereich, das ist das Wichtigste. Man braucht die Community, wo man sich wohlfühlt, wo man gemeinsam wächst, wo jeder Einzelne selber wächst, und das muss man finden. Mhm. Aber das ist ja generell ein Grundbedürfnis, dass man akzeptiert wird von der Herde. Genau. Ja, sicher. Ja, von der Herde. Schreit eigentlich jeder danach. Und das, man muss sich dann selber eigentlich wie so ein kleines Pflänzchen sehen. Wenn man dann in dem Topferl ist und man blüht und gedeiht und wenn das umfällt, das heißt die Nährstoffe und die Erden, das alles passt, dann wird irgendwann einmal ein riesengeiler Baum aus. Ein riesengeiler Baum. Ja, stellen wir dann einen Baum auf sozusagen. Ich stehe dir einen Baum auf. Ich stehe gleich einen Baum auf. Okay. So gesehen jetzt. Okay, was ist eigentlich das Härteste am Training? Für dich persönlich. Das Härteste? Das Motivieren. Am Training? Nein, das ist am Kraftsport jetzt? Oder? Okay. Oder wenn du einfach nichts tun darfst? Wenn ich nichts tun darf, wenn ich irgendwie krankheitsbedingt oder... Verletzungsbedingt ausfallen darf. Oder wenn ich im Urlaub bin und keine Möglichkeit habe, das ist für mich das Härteste. Denn das in meinen Kopf zu akzeptieren, dass ich Ruhe geben muss. Aber es gehört auch dazu. Oder Corona. Corona war der Albtraum für mich, bis wir alle Fitnessstudios zugesperrt haben. Alle? Bei wie viel gehst du? Ja, am Anfang war es ja so, dass dann, glaube ich, mal nur Oberösterreich zugesperrt hat, aber sie haben halt noch Steiermark gefahren. Ach so, okay. Boah, das grenzübergreifend, oder was? Schon Bundesland übergreifend. Ja, alles probiert. Hallo. Sie macht die Regeln nicht. Wir haben uns illegal in Fitnessstudios eingeschleift. Und ja, aber man akzeptiert dann, es ist nur Gewohnheit vom Kopf. Wenn man was gewöhnt ist, dann, das ist ja genau die Sache, das spielt ja alles nur im Kopf. Aber da hast du dann natürlich sicher auch schon eine Abwechslung gefunden, indem du draußen Radl fahren gehst. Also man kann ja dann, oder irgendwelche Trimfit-Parks besucht, die was auch rundum eigentlich überall verfügbar sind. Es war eh sicher eine harte Zeit für manche, die was richtig gerne in ein Studio gängen und einfach so das als Hauptroutine haben. Jetzt ja, ich habe wieder mal gemerkt, wie viel Freizeit das man haben kann. Das stimmt, ja. Wenn du nicht auch die Zeit im Gym verbringst. Ja. So gesehen jetzt. Ja, apropos Zeit, wir sind bei 24 Minuten. Ja. Wir könnten noch eine Folge quatschen. Ja, ich würde mal sagen, ich werde jetzt dann nochmal so ein Schlussplädoyer kurz halten. Also, genau. Ich würd einfach mal sagen, danke fürs Zuhören und Zuschauen. Ja. Elle, wie gesagt, wir haben uns sehr geehrt gefühlt, dass wir die jetzt als Gast haben, da haben durften. Ich hoffe, ihr könnt euch da ein bisschen was mitnehmen aus unserer Gesprächsrunde. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören nochmal und Zusehen. Macht es gut. Ciao, Kakao. Ciao und Servus. Pfiat euch.